Ist es Ihnen beim Einkauf auch schon aufgefallen, dieses neue Etikett mit dem Slogan für mehr Tierschutz? Endlich geschieht etwas gegen die Tierquälerei in der Massentierhaltung, möchte man glauben. Doch die Hoffnung währt wohl nur kurz, genauer gesagt, bis zu dem Moment, an dem Oda Lamprecht und Edgar Verheyen ihre Recherchen zu einem ausgemachten Etikettenschwindel präsentieren. Es sind Bilder aus einer heilen Schweinewelt, mit denen der Deutsche Tierschutzbund sein neues Label bewirbt. Unser guter Name steht auf diesem Produkt. Insofern stehen auch wir dafür ein, dass es vernünftig läuft. Einer seiner Partner ist der Fleischkonzern Vion und der präsentiert seine Schweinehaltung auf einem Vorzeigehof. Vor 2 Wochen in Berlin, Pressekonferenz. Der Tierschutzbund verkündet in prominenter Begleitung die Veränderungen. Mit dem Tierschutzlabel kann der Verbraucher mit seinem Einkauf mitentscheiden, wie es den Tieren geht und kann mit seinem Einkauf für mehr Tierschutz in den Ställen sorgen. Und alle reden plötzlich von Transparenz, von Offenheit, auch der Fleischkonzern Vion. Einer der Branchenriesen und einer der Partner des Deutschen Tierschutzbundes. Wir bitten das Unternehmen schriftlich um eine Drehgenehmigung auf einem der 15 Bauernhöfe, wollen uns selbst ein Bild machen. Leider können wir sie bei ihren Recherchen nicht unterstützen, heißt es in der Absage von Vion. In dem Werbevideo entdecken wir einen Landwirt, Christoph Becker. Er behauptet, dass Tiere sich während ihrer Lebenszeit wohler fühlen. Der Vorzeigehof von Christoph Becker liegt in der Lüneburger Heide. Wir fahren zu ihm, möchten uns den Betrieb einmal anschauen. Doch seinen Stall will er uns nicht zeigen. Ich bin an den Tierschutzbund gebunden, dass ich da immer mit Terminabsprache das mache. Wir fragen nach. Der Tierschutzbund will von solchen Absprachen nichts wissen. Bei unseren Recherchen treffen wir Jürgen Voss von der Tierschutzvereinigung Animal Rights Watch. Er war vor wenigen Wochen in dem Stall des Landwirts, allerdings ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, filmte Schweine aus dem Labelprogramm. Sein Befund? Die Tiere haben zwar etwas mehr Platz, auch eine Ruhefläche, doch viele Schweine hier wirken krank, die Böden stark verkotet. Sein Fazit? Diese Ställe bringen keinen Mehr an Tierwohl aus Sicht der Tiere. Das, was dort reglementiert wird, das bringt nur unwesentliche Veränderungen, die den Tieren nichts bringen. Fleisch aus einer solchen Haltung wird also mit diesem Tierschutzlabel verkauft. Wir fahren nach Ingolstadt, besuchen einen ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet, Tierarzt Dr. Rupert Ebner. Wir zeigen ihm die Aufnahmen. Also schon die ersten Bilder sind erschreckend, ja, weil die Verkotung in dem Betrieb übersteigt jedes vorstellbare Maß. Hier uriniert ein Schwein auf das andere, was Schweine in einigermaßen artgerechten, wesensgerechten Aufstallungen nie machen würden. Hier ist eben der Lebensraum für diese Schweine nicht so gestaltet, dass sie sich wesensgerecht verhalten können. Also doch zu eng im Grunde, ja? Nicht nur zu eng, hier ist vieles falsch. Ja. Hier ein Spaltenboden, der von den Abmessungen ganz bestimmt nicht der Norm entspricht. Ja. Das muss dazu führen, dass die Tiere sich verletzen. Kritik kommt auch von Diplom-Agraringenieur Eckhard Niemann. Er vermutet hinter der Einführung des Labels einen PR-Coup des Fleischkonzerns Vion. Na, Vion versucht jetzt im Moment mit einem ganz kleinen Segment sich einen Tierschutzruf anzueignen. Und das passt überhaupt nicht zu diesem Konzern, der ja ein ganz normaler Schlachtkonzern ist. Wir wollen auch Vertretern des Fleischkonzerns Vion die Bilder zeigen. Doch der Sprecher lehnt per Mail ab. Zitat: Für das gewünschte Kameragespräch stehe ich Ihnen nicht zur Verfügung. Wir konfrontieren deshalb Landwirt Christoph Becker mit unseren Aufnahmen. Ich stehe voll dahinter, dass es tierschutzgerecht ist und dass wir deutlich über den konventionellen Anforderungen sind. Aber Sie nehmen hier 1% vom Stall, was definitiv verbessert werden muss, das sage ich ja auch. Aber die 99% der Rest des Abteils, die sind perfekt. Dieser Stall unterscheidet sich nicht wesentlich von konventioneller Haltung. Das ist Massentierhaltung. Wir treffen den Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes, wollen von ihm wissen, wie er trotz dieser Aufnahmen sein Label noch als Tierschutzprogramm bezeichnen kann. Ich sage zu diesen Bildern, wenn Sie die so sehen, sage ich als Tierschützer, das ist keine Tierschutzhaltung, wie ich sie jetzt nehmen würde. Der Betrieb, von dem wir Ihnen Bilder gezeigt haben, der wurde von Ihnen besucht. Wenn das der Betrieb ist, an dieser Stelle kann ich es nicht nachvollziehen, Sie sagen es,
dann nehme ich das an dieser Stelle so einfach erst einmal hin. Dann ist der zertifiziert und besucht worden als Stall und abgenommen für das Tierschutzlabel. Glauben Sie, dass die Verbraucher solch einen Stall erwarten, wenn sie im Laden das Fleisch mit dem Tierschutzlabel kaufen? Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Und trotzdem wird solches Fleisch unter dem Slogan für mehr Tierschutz verkauft. Aus unserer Sicht eine klare Verbrauchertäuschung. Vor 3 Tagen erhalten wir erneut Bilder aus einem anderen gelabelten Betrieb. Sie zeigen kranke Tiere und Schweine, die sich gegenseitig anfressen. Wie schon gesagt, der Konzern lehnt ein Interview zu den Bildern ab. Und wie hält es der Bauer hier mit der ach so beschworenen Transparenz? Wir fragen nach. Und verlassen die Bilder den Hof. Mit solchen Bildern brauchen Sie mir nicht zu kommen. Das ist eine glatte Unterstellung. Okay. Unter www.report-mainz.de ein Kollegengespräch, unter anderem zur Frage, welchem Label können wir vertrauen?